Wir kommen jetzt vereinbarungsgemäß zu den Abstimmungen der Tagesordnungspunkte des heutigen Plenartages. Ich habe den Gong mehrmals betätigt und darf die Geschäftsführer fragen, ob wir in die Abstimmungen eintreten können. Alle nicken mit dem Kopf. Dann wollen wir das so machen. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Die Mitteilungen der Landesregierung in Sachen Corona-Verordnungen werden vom Landtag zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung findet insoweit nicht statt. Und die Kenntnisnahme haben wir schon vorhin gemacht. Tagesordnungspunkt 4 rufe ich also auf. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz, Drucksache 204894. Nach § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung kann der Landtag am Schluss der ersten Lesung den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung annehmen, ablehnen oder für erledigt erklären, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wird. Darf in die Fragerunden, ob ein Antrag nach § 14 Absatz 1 gestellt wird, den Gesetzentwurf in erster Lesung abzustimmen. Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir hatten uns in der Geschäftsführerrunde darauf verständigt, dass wir dies tun. Herzlichen Dank. Dann darf ich das so verstehen, dass der Antrag gestellt wird. Ich lasse nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 204894 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? AfD, Freie Demokraten, CDU, Grüne, SPD, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Ich stelle fest, dass nach § 14 Absatz 2 der Geschäftsordnung Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt wurde und dass nach § 14 Absatz 3 unserer Geschäftsordnung der Landtag nun auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 5 Abgeordneten mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen kann, ohne Ausschussüberweisung in die zweite Lesung einzutreten. Ich darf deswegen in die Runde fragen, ob ein solcher Antrag gestellt wird. Kollege Frömmrich, bitte schön. Ja, darauf haben wir uns verständigt. Danke schön, Herr Kollege Frömmrich. Der Antrag ist gestellt. Auch hierüber lasse ich jetzt abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, die Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist die Zweidrittelmehrheit erreicht, und wir können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Das bedeutet, dass ich den Tagesordnungspunkt 96 aufrufe. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, 204894. Es ist vereinbart worden, dass die zweite Lesung ebenfalls ohne Aussprache stattfinden soll. Wir können jetzt den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ist für die Annahme des Gesetzentwurfs? Bitte ich um Handzeichen. AfD, die Freien Demokraten, die CDU, die Bündnis 90 die Grünen, die SPD und DIE LINKE. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf, das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen, und das Gesetz ist, oder der Gesetzentwurf ist zum Gesetz erhoben. Großartig. Ich habe ja gesagt, ein komplexes, interessantes Verfahren, aber wir haben es ja locker bewältigt. Wir sind wir sind am Ende der Abstimmung für den heutigen Abend. Der Innenausschuss kommt, wir sind 501a zusammen. Wir sind am Ende der Plenarsitzung. Sie sind herzlich eingeladen zur 65. Plenarsitzung, und die findet morgen hier in diesem Saal ab 9 Uhr statt.